So, ich habe mich mal versteckt. So wie sie hier im Gebüsch, da sehen die mich nicht. Oh, wo hast du hingeschossen? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deadfall Adventure. Da will ich aber noch hoch. Schrei mir nicht so ins Ohr. Gehen wir erstmal hier oben gucken. Au. Da ist noch einer da. Hey, das hat Spaß gemacht. Das sagst du immer wieder. Davon wird das aber auch nicht besser. Huch, komme ich hier rauf? Nein. Kein. Wo rennt sie hin? Warte auf mich! Kein Versteck für irgend sowas Schönes, was ich gebrauchen kann zum Charakterstehlen hier oder so. Hier kann ich aufhüpfen. Oh, habe ich erschrocken. Ein Schatz. Schnell weg. Nix da. War doch was. Haha. Und du bist wieder vorgelaufen. Du kriegst nix. Geht nicht. Hätte ja sein können. Na, hier kann ich nur gegen die Thompson tauschen. Nein, nein, nein. Das will ich nicht. Kann man hier noch was durchsuchen? Nein. Ah. Aha. Das war der rote Baron. Hier ist er verschollen. Ja, ich komme ja gleich. Ein Wasserfall, da gucken wir doch mal. Oh, aus Betonwasser. Und hier komme ich hier rauf? Nein, nein, nein. Habe ich alles abgesucht? Sag mal, habe ich alles gesehen hier? Ja, ja, okay. Nimm mir eine Schatzkarte. Wege des Lebens habe ich noch gar nichts gefunden. Nicht gut. Dann nehmen wir mal die. Die. Passiert da was? Ich hätte gern einen Save Point. Nein. Nein. Inhalt wird gespeichert. Hier liegt eine Fratze. Ich soll... Das ist wieder eine Falle hier irgendwo. Da. Wenn ich hier mache. Und nun? Ich komme nicht weiter. Huch! Kommt man denn hier durch? Boah. Ich bin durch. Kommst du mit? Sie kommt nicht mit. Huch! 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 Ach, da bin ich dran vorbeigegangen. Ah. Das ist unglaublich. Ein Chief.
will in den Baum. Wunderschön. Spanisch. Frühes 17. Jahrhundert. Klassische Form. Das alles erkennst du anhand eines vergammelten alten Wracks? Ich bin Archäologin. Weißt du noch? Stimmt. Du schaltest inzwischen so oft bewaffnete Schläger aus, da habe ich diese Bücherwurmsache ganz vergessen. Um ehrlich zu sein, geht es mir nach all dem hier ähnlich. 1626. Im Namen des einen Gottes der Dreifaltigkeit sind wir, die Untertanen Philipps IV., seiner Majestät von Spanien gekommen, um die Reichtümer dieses Landes zu beanstanden. Wir haben eine Mission errichtet und unser Anführer, Sebastian de Alvarez, ist auf der Suche nach Gold und Schätzen tief ins Land vorgedrungen. Bisher haben wir nichts als den Tod gefunden. Es geht um einen Kerl namens Alvarez. Ein spanischer Konquistador, der auch Zorn Gottes genannt wurde. Ein äußerst brutaler Mann, der sogar andere Konquistadoren bekämpft und ermordet hat. Netter Typ. Zu dumm, dass wir ihn nicht mehr treffen können. Ich ahne was. Naja, die lag ja nur ein paar hundert Jahre hier rum. Es kann nicht mehr weit sein. Gehen wir. Und funktioniert noch. Sehr realistisch. Ach, wir nehmen die so lange. Spart Muni. Haben wir hier irgendwas? Nein. Oh, das habe ich befürchtet. Sonst, da soll ich nicht raufspringen. Dann sterbe ich. Ach, sowas hier. Kann man da drauf schießen? Da passiert nichts. Da gucken Spieker raus. Geronimo! Da gucken Spieker raus. Da gucken keine Spieker raus. Hier gucken keine Spieker raus. Spieker? Keine Spieker. Auge juckt. Ah. So. Wasserfall. Licht. Baum. Da gehen wir lang. Guck mal, haben wir doch schön gemeistert, die Stelle, ne? Nein. Ich mag meine Fedora auf. Oh, der Himmel hat aber jetzt Schwächen. Na, das wird man auf dem Video bei YouTube sowieso nicht sehen. Aha, die Brücke, durch der wir... Da sind wir eben unten lang gegangen. Sind das wieder Fallen? Nein? Ah, wusste ich doch. Hier ist wieder irgendwas. Sei vorsichtig! Oh, ich hab's fast geschafft. Hätte ich mich da nicht bücken dürfen? Na, mal gucken. Auf manche kannst du... Wo sind wir denn jetzt? Hi. Ach, hier sind wir. Das kennen wir doch schon. Ist die aufgeladen? Machen wir das gleich mal. So, jetzt geht's hier weiter. Hier hoch. Hier habe ich gesagt, dass ich meine Fedora mag. Und dann sind wir hier auf der Brücke. Da muss ich das jetzt nochmal genau begutachten. Ja, das wissen wir schon.
Sei vorsichtig! Aha, ich muss sie erwischen. Warte ich jetzt, bis beide wieder oben sind. Ach, Kacke. Komme ich da jetzt vorbei? Ja, problemlos. Geh da nicht zu nah ran. Oh, ich gehe wieder weg. Nichts mit problemlos. Und schnell durch. Jawohl. Hier ist was Schönes. Da geht's gleich durch den Baum. Nein. Nein. Oh, ich kann mich hier so durchscrollen. Hm. Da ist eine Statue. Was sagt der Kompass? Ah, ja. Da steht wer. Das muss der Ort sein, von dem der Mönch berichtet hat. Nicht übel für eine einfache Mission. Eine Kirche. Sieben. Ach so, ich habe wieder... Oh, aus Versehen. Sieben. Irgendwie an diesem Fenster ist was. Skulptur Santa Maria. Kathedrale of... Du weißt schon was. Komm, wir schleichen uns rein. Setzen wir ihn ein. Balloon. Ruhe. So, dann gehen wir mal hier lang. Hier kommen wir durch, aber hier ist nichts. Hätte ja sein können, dass noch was versteckt ist. Ich komme hier nicht rüber gehüpft. Helf mir mal, mach mir mal eine Räuberleiter. Die versteckt sich doch wieder irgendwo. Eine wirkliche Hilfe ist die Frau nicht. Muss ich hier mal so darstellen. Na, da hüpfe ich lieber nicht rein. Das geht auch gar nicht. Eine Treppe. Jetzt ist sie wieder mutiger. Das hat mich eben ein bisschen verwirrt, was da neben mir tappelte. Ah. Huch, nein. Die ganze Kiste ist verschwunden. Habe ich ein einnehmendes Wesen. Ich gucke nur immer hier über lang wegen Schätze und so. Aber das sieht nicht so gut aus. Da. Langsam, langsam in die Hocke. Ein toter Ruse. Hier kann ich nicht weiter, ne? Ich will da hinten hin, da ist was Schönes, das weiß ich. Oh. Böses Spiel. Kann ich hier lang? Nein. Kann ich hier? Nein. Das Blatt? Nein. Das ist auch nichts. Ich brauche Schätze. Ganz viel. Da. Daneben, 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 daneben. Treffer, Treffer. Dussel. Es leckt. Ah, da sind wieder Feuerfallen. Ja, ich denke, gegen Deckung.
Das gefällt mir gar nicht hier. So, die Muni wollte ich noch. Das heißt, die werden mit einem Schalter ausgelöst. Ist denn hier noch was wichtig Schönes? Nee, dann gehen wir, da gehen wir später lang. Warte, was sagt der Kompass? Ja. Ich glaube, der Kompass ist nicht so wichtig. Hier war ja noch was mit der Figur. Tanz, Baby. Ich glaube, wir sind in Sicherheit. Ach was. Sie sind hartnäckig. Das muss man ihnen lassen. Ein Schatz. Den wollte ich. Ein des Lebens war das. 25. März im Jahre des Herrn 1629. Wir haben das Tor zur Hölle gefunden. Davon bin ich überzeugt. Die Welt ist voller Geister. Nicht solchen, die auf Friedhöfen spuken, sondern jenen unauslöschlichen Elementen des Lebens, die, da sie einst lebten, niemals sterben können, sich lediglich verändern, vermischen und wieder ändern. Viele unserer Männer sind den Dämonen zum Opfer gefallen, die im Dschungel lauern. Die einheimischen Heiden glauben, dass hinter einem großen Tor der Weg zur Stadt des Todes liegt. Hier war doch noch was mit dem... Geht nichts auf. Mit dem Fenster. Guck mal hier. Aber hier ist das nicht, ne? Muss ich denn mit der Statue irgendwas machen? Kann ich da irgendwas machen? Wo ist sie da? Ah. Kann ja sein. Mal alles mal ausprobieren. Das sieht irgendwie anders aus. Vielleicht von der anderen Seite? Oder täuscht das? Hier komme ich nicht hoch, ne? Nein. Komme ich hier lang? Nein. Das ist jetzt nur Schuss ins Blaue. Ich weiß nicht. Ich glaube, das geht da oben weiter. Wir gehen jetzt hier mal an diesen Fallen vorbei. Und schauen mal, was passiert, wenn ich da über diese Holzbrücke gehe. Oder diesen Holzsteg hier. Toll. Eine Wiese. Eine schöne Wiese. Eine schöne Wiese. Wo es nichts zu finden gibt. Aber hätte ja sein können. Och Mensch. Ich will aber auch nichts, nicht, dass ich was übersehe hier. Aber hier geht's nicht weiter. Okay, gehen wir zurück. Bloß wozu diese Fallen denn bauen? Verstehe ich nicht.
Guck mal hier. Aha. Dann gucken wir mal hier weiter. Hier war was mit TNT. Ach so, da lag bestimmt eine Handgranate. Ups. Hier ging es weiter. Ah. Krokodile. Wenn ich da reinfall, dann geht's denen gut. Hier ist so eine komische Statue. Das sind keine Schalter. Kann ich auch nichts machen? Mal sowas probieren. Das macht den nicht so viel. Hier ist so eine Brücke unter Wasser. Die muss man doch irgendwie... Was sagen, haben wir denn hier? Na, da waren wir schon. Huch. Kann man die abschießen? Nein. Irgendwie muss man diese Brücke auslösen. Ob das in der Kirche geht? Hier nochmal umschauen. Nein, nein. Nur ein oller Scheinwerfer. Wie komme ich denn da an den Schatz ran? Oh! Ich habe eben auf die Uhr geschaut. Wir überlegen mal in der nächsten Folge weiter. Bis dann, Freunde. Tschüss!